Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Mein Name ist Ramona und heute soll es um die Chargennummer gehen. In dem Video zum Thema Kerzen rechtssicher verkaufen habe ich ja erwähnt, dass ihr, soweit ich weiß, verpflichtet seid, eine Chargennummer auf euren Kerzen anzubringen, beziehungsweise auf dem Warenetikett. Und dazu kamen ein paar Nachfragen immer mal wieder, könntest du da noch ein Video dazu machen? Und eigentlich gibt es da nicht so viel dazu zu erzählen, aber ich werde euch mal kurz erklären, wie ich das so mache und warum ich denke, dass man eine Chargennummer überhaupt braucht. Ihr habt bestimmt öfter schon mitbekommen, dass es Rückrufaktionen gab, zum Beispiel von Lebensmitteln oder irgendwelchen Möbel oder Spielsachen und so weiter. Und da wird immer ein Verkaufszeitraum angegeben und eben auch eine Chargennummer, sodass man dann selber nachgucken kann. Ich glaube, eines der größeren Rückrufaktionen in letzter Zeit war ja diese Kindersachen. Und ich hatte dann ein Überraschungsei geschenkt bekommen und habe dann erstmal nachgeguckt, okay, hat es die betroffene Chargennummer? Also kann ich es essen oder soll ich es lieber wegwerfen? Und dafür sind eure Chargennummer eben auch da. Also mal angenommen, ihr verwendet ein Duftöl von Canoecraft, zum Beispiel das White Cotton Lavendel. Und Canoecraft macht eine Rückrufaktion, dass alle Duftöle, die im Mai 2022 verkauft wurden mit der Chargennummer 12345, dass dieses Duftöl nicht verwendet werden darf. Dann müsst ihr gucken, okay, welche Kerzen habe ich damit gegossen und welche davon habe ich verkauft und müsst dann sozusagen eure Kunden darüber informieren, dass sie die Kerze nicht verwenden sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie üblich Rückrufaktionen bei Kerzen sind. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt. Aber ich glaube, das ist so der Grund. Ansonsten kenne ich das, wie gesagt, eher bei Möbelsachen, Spielsachen oder Lebensmitteln. Ich glaube, da ist es auch viel häufiger. Also letzten Endes, ihr müsst einfach eure Kerzen eindeutig identifizieren können. Das heißt, ihr müsst von jeder Kerze wissen, welches Duftöl, welches Wachs, welcher Docht, welches Glas, von welcher Bestellung. Die Chargennummer könnt ihr euch ganz frei ausdenken. Also bei mir besteht das einfach aus dem Jahr, dem Monat, einer Reihenfolge, also beziehungsweise einer Anzahl, wie viele Chargen ich in dem Monat gegossen habe. Und dann gibt es noch einen Buchstaben drin, der mir eben sagt, welcher Duft es ist. Und ich notiere mir die Chargennummer und schreibe mir eben dazu, welches Wachs, welchen Docht, welches Glas und welches Duftöl ich verwendet habe und aus welcher Bestellung. Also ich notiere mir die Bestellnummer und dann steht ja auf den Duftölen und so weiter, steht ja auch immer nochmal eine Chargennummer drauf. Und das notiere ich mir dann auch nochmal. Wie immer alles ohne Gewähr, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht. Das ist einfach so, wie ich das handhabe. Ich würde behaupten, dass ich meine Kerzen eindeutig identifizieren kann, also genau sagen kann, welches Duftöl ich für welche Kerze verwendet habe und welches Wachs und so weiter. Und ja, das notiere ich mir einfach in einem Word-Dokument, fertig. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, tschüss!